Herzlich willkommen zu Europas Yacht des Jahres 2021, der weltweit wichtigsten Auszeichnung im Yachtbau. Seit 2004 kämpfen jedes Jahr die nominierten Yachten um den begehrten Titel, in der Branche auch bekannt als Bootsbau-Oscar. Und auch wenn dieses Jahr alles etwas anders ist, hier erfahrt ihr, wer die Sieger sind. Normalerweise findet die Preisverleihung auf der Flagship Night vor geladenen Gästen im Rahmen der Boot Düsseldorf statt. Dieses Jahr bietet das Internationale Maritime Museum Hamburg in etwas kleinerem Rahmen die Bühne. Der Juryvorsitzende Jochen Rieker wirft sich noch schnell in Schale, denn 2021 ist ein ganz besonderer Jahrgang. Normalerweise machen wir uns Gedanken, bevor den Tests für Europas Yacht des Jahres, wie wird der Wind sein, hat es zu viel, hat es zu wenig, regnet es, können wir ordentliche Fotos und Videos produzieren. Diese Komplexität, die hatten wir natürlich dieses Jahr auch. Es kam noch die Tide hinzu in La Rochelle, aber dann natürlich Corona, die viel beherrschendere Frage. Wir wussten anfangs gar nicht, schaffen es die Nominierten zu den Tests, können die Kollegen aus dem Ausland ihre Boote überhaupt zubringen, können die überführen, schaffen die den Straßentransport. Und es war das Gleiche für uns Jurymitglieder. Einige saßen in England fest, eine Zeit lang in der Schweiz fest. Und der Rückweg war auch aufgrund der Reiserestriktionen schwierig. Wir haben aber im Mai beschlossen, dass wir es versuchen wollen. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben diesmal mehr getestet als sonst. Wir waren an drei Orten, um möglichst alle Boote zu bekommen. Und es waren alles in allem erstaunlich gute Bedingungen. Wir hatten doppelt so viele No-Shows, also Boote, die nominiert waren, zugesagt hatten, aber nicht teilnehmen konnten. Aber es waren nur 4 von 19. Und so freue ich mich und freuen wir uns alle, heute wirklich tolle Gewinner präsentieren zu können. Bevor wir gleich das gut gehütete Geheimnis um die Sieger lüften, zeigen wir euch aber noch, wer neben Jochen Rieker die Herausforderung des Jahres angenommen hat. Denn mit ihm sind 11 weitere Jurymitglieder aus ganz Europa nach Kiel, Cannes und La Rochelle gereist, um den Kandidaten auf den Zahn zu fühlen. Ciao a tutti, Alberto Mariotti. Hey, hey, from Sverige. Hallo. Mein Name ist Marinus von Seidenburg-Dio. Servus aus Österreich. Mein Name ist Roland Dull. Hi. Axel Nissenli from Norway. Hola, soy Germán de Soler, de Nautica Yates Magazine in España. Moin, ich bin Jochen Rieker von der Yacht in Hamburg. Tervehdys Suomesta, minä olen Pasi Nouti. Bonjour, je suis Sébastien Minguet de Voiles et Voiliers en France. Good day. Morten Brand Rasmussen. Hi, Toby Hodges from Yachting World. Grüß dich, bonjour, buongiorno. My name is Lori Schuppach from the Swiss Nautical Magazine Marina.ch. Und damit kommen wir zur ersten Kategorie, die Family Cruiser. Die müssen ganz bestimmte Kriterien erfüllen. In der Kategorie Fahrtenjachten oder Family Cruiser geht es um möglichst gutes Gesamtpaket. Das sind Boote, die einerseits ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mitbringen müssen. Die müssen relativ viel Komfort mitbringen, relativ viel Volumen, damit man tatsächlich auch alle mitnehmen kann auf den Turn. Und sie sollten einfache und im Idealfall sogar sehr gute Segeleigenschaften haben, also niemanden überfordern. Und das sind die Nominierten der Family Cruiser. Die Bavaria C42, die Oceanis 40.1, die Elan GT6, der Bali Catspace und der Excess 11. Und der Gewinner bei den Fahrtenjachten in diesem Jahr ist die Bavaria C42. Bavaria hat bisher erst einen Titel gewonnen und das ist schon 6 Jahre her. Der Sieg der C42 ist in gewisser Weise also ein Überraschungserfolg, aber hochverdient. Toby Hodges von Yachting World fand Gefallen an der leistungsfähigen und steifen Rumpfform.
In Verbindung mit einem großzügig dimensionierten Segelplan sorgt sie, so sein Zitat, für bewundernswerte Agilität. Und Sepp Mangé von Voile-Voilier in Frankreich sagte, wenn man ihr imposantes Freibord sieht, würde man nicht vermuten, dass sie so flink und ausgewogen segelt. Von harte gefeliciteerd. Schöner Melisatonic. In der Kategorie der Luxusjachten spielt natürlich der Preis fast keine Rolle. Es geht wirklich darum, das Allerbeste zu bieten. Und es geht nicht nur um guten Kompromiss und hervorragende Verarbeitung, es geht auch um einen sogenannten Wow-Effekt. Also welches Boot ist nicht nur super gut, sondern auch ganz, ganz herausragend. Und diese Yachten waren bei den Luxuskreuzern nominiert. Die Contest 55 CS, die Halberg Rassi 40C und die Moody 41 DS. Der Gewinner in der Kategorie Luxusjachten bei Europas Yacht des Jahres 2021 ist die Contest 55 CS. Sie sieht nicht nur umwerfend aus mit ihrem markanten Rumpf, dem ebenen Deck und dem konzentrierten Kajütaufbau. Alberto Mariotti von Vela e Motore in Italien lobte den allumfassenden, kompromisslosen Luxus an Bord. Die Contest 55 CS, so sagt er, verwöhnt ihre Crew mit makelloser Konstruktions- und Bauqualität und einem Komfortangebot auf höchstem Niveau. Und wer den Wow-Effekt sucht, in der Achterkammer gibt es über die gesamte Breite ein Fenster, das dann besonders zum Tragen kommt, wenn man die Badeplattform abklappt. Dann hat man nämlich vom Bett aus den freien Meerblick über 2 Meter oder 2,50 Meter Breite. Ein absolut tolles Detail und es ist nicht das Einzige, was diese Yacht auszeichnet. Congratulations! Bravo, félicitations! In der Kategorie der Performance-Yachten, der Name sagt es schon, geht es wirklich vor allem in erster Linie um Leistung, um Geschwindigkeit, um Höhe am Wind, aber auch um das Gefühl fürs Ruder, um den Spaß. Es ist die Kategorie, die in der Regel für die Jurymitglieder am meisten Laune verspricht. In diesem Jahr war es leider so, dass 2 der 3 Nominierten es nicht geschafft haben an den Start, sodass der Sieger quasi von vornherein feststand. Aber das soll in keiner Weise die Qualitäten mindern, denn der Sieger hätte sehr wahrscheinlich in jedem Fall so gelautet. Und das waren die Nominierten bei den Performance Cruisern. Der Corsair 880, der Dragonfly 40 und die Grand Soleil 44 Performance. Und wer von den 3 gewonnen hat? Es ist die oder der Dragonfly 40. Mit ihm kann man sehr entspannt und sehr rasant segeln. Er ist extrem gut gebaut, leider auch sehr teuer. Und es ist für diesen kleinen Familienbetrieb aus Dänemark bereits der 4. Titel in Folge. Für Marinus van Seidenborg de Jong von unserem Jurypartner in Holland, Seilen, ist der Dragonfly nicht weniger als, Zitat, der neue Benchmark für schnelle Fahrtenboote. Herzliche Gratulation, Felicitation, Complimenti. Grattis till Vinnaren! Die Kategorie der Blauwasserboote war schon 2 Jahre nicht mehr nominiert, weil wir nicht immer so viele neue Erscheinungen haben. Dieses Jahr ist es wieder soweit und wir hatten sehr, sehr spannende Nominierte.
Das ist eine Klasse, in der Langstreckenkomfort zählt, aber auch Sicherheit einen großen Stellenwert hat. Es geht darum, mit diesen Booten sogar relativ extreme Breiten und Reviere anlaufen zu können. Und das alles mit einem nötigen Komfort und mit der nötigen Seegängigkeit. Nominiert waren für den Jahrgang 2021 die Boreal 47.2, der Garcia Explocat 52, die Ovni 400, die Pegasus 50 und die Viator Explorer 42 DS. Sieger in der Kategorie Blauwasserjachten ist die Boreal 47.2. Die französische Werft mit dem klaren Fokus auf Aluminium Explorer kennen bisher nur wenige Segler. Das wird sich ändern, denn die neue 47.2 ist eine der besten Langfahrtjachten überhaupt. Für Pasi Nutinen von Vene in Finnland öffnet sich ihr robustes, nüchtern zweckmäßiges Äußeres bei näherer Betrachtung wie eine Zwiebel, die Schicht um Schicht durchdachte Praxislösungen freilegt. Roland Duller von der Yachtrevue in Österreich attestierte ihr die Funktionalität eines Schweizer Offiziersmessers. Und Morten Brandt Rasmussen vom dänischen Bordmagazinet zeigte sich von den sehr guten Segeleigenschaften überrascht. Es macht Spaß, das Boot zu steuern, sagte er. Enhorabuena a todos los ganadores y nominados. Herzliche Gratulation. Die Kategorie der besonderen Boote ist oft gekennzeichnet durch Trailerboote, die man also hinterm Auto zu jedem Revier ziehen kann. Das können Daysailer sein, kleine Fahrtenboote, sind spannende Konstruktionen. In der Regel ein Sammelbecken verschiedenster Bootstypen. Wir haben dieses Jahr zwei sehr, sehr schicke Daysailer am Start gehabt. Und schauen wir mal, wer gewonnen hat. Doch hier kommen zunächst die Nominierten. Die Mojito 650, die Saphir SE 27 und die Tofinu 9.7. Gewonnen in der Kategorie Besondere Boote bei Europas Yacht des Jahres hat die Saphir SE 27 aus Holland. Schon ohne den Titel ist sie auf fast zwei Jahre hinaus ausverkauft. Der Erfolg kommt also nicht von ungefähr. Axel Nissen-Lee aus Norwegen, Chefredakteur von Sail Magazinet, sagt, schon die Form sei hinreißend, die Saphir sei ein Fest fürs Auge. Und Joachim Hermansson von Bordhagande in Schweden begeisterten nicht nur die Leichtwindeigenschaften, sondern mehr noch, dass die SE 27 auch schweres Wetter herausragend meisterte. Herzlichen Glückwunsch. Congratulazioni. Das waren die Gewinner aus 5 Kategorien. Und damit verabschieden wir uns aus dem Maritimen Museum in Hamburg. Im Namen aller 12 Segelmagazine in Europa herzlichen Glückwunsch an die Preisträger und an alle unsere Zuschauer. Gucken Sie sich die Boote noch mal genau an. Die haben es wirklich verdient.